Ort, der für Zivilcourage wirbt, für die Demokratie und für die Menschenrechte. Ich glaube, ich habe es so beeindruckend noch nicht erlebt. Lasst uns aus der Vergangenheit lernen, um unsere Zukunft zu schützen. Die Stadt Hannover hat sich wirklich etwas sehr Innovatives einfallen lassen. Du kannst die Welt verändern. Eine Verknüpfung von gestern, heute und morgen. Herzlich willkommen zur Eröffnung des Zeitzentrum Zivilcourage. Herzlich willkommen an einem neuartigen Begegnungsort, einem außerschulischen interaktiven Lernort. Ein Ort der Erinnerungskultur, ein Ort, der die hannoversche Stadtgesellschaft im Nationalsozialismus thematisiert. Ein Ort für Fragen an die Vergangenheit, an die Gegenwart, an die Zukunft. Ein Ort, der für Zivilcourage wirbt, für die Demokratie und für die Menschenrechte. Normalerweise hätten wir uns sehr gefreut, Sie und euch heute hier zu begrüßen, um diese Eröffnung gemeinsam zu begehen. Nun, die Corona-Krise zwingt uns dazu, sind wir in einem digitalen Format unterwegs und ich freue mich darauf, Ihnen trotzdem ein Eröffnungsprogramm bieten zu können, das anspruchsvoll ist, das angemessen und vielfältig erscheint. Ich freue mich auf Literaturbeiträge, auf Musik und auf thematische Einblicke. Ein Dank soll vorab an die Menschen gehen, die die Eröffnung überhaupt möglich machen, an all die UnterstützerInnen, die für dieses Zeitzentrum geworben haben, sich eingesetzt haben, dass es dieses Zeitzentrum gibt. Ein Dank geht raus an Dr. Kreter und das Team der städtischen Erinnerungskultur, an die Menschen, die sich für das Zentrum eingesetzt haben, das Kulturdezernat, den Auszubildenden jungen Menschen, die diese Eröffnung heute begleiten. Herzlich willkommen und vielen Dank an das Zeitzentrum Zivilcourage. Aber wie funktioniert überhaupt so ein Zeitzentrum? Wie vermittelt man den Nationalsozialismus runtergebrochen bis vor die eigene Haustür? Wie schafft man ein Gefühl für die Menschen von damals und ihren Sorgen und Hoffnungen? Wie wird man nachhaltig für Zivilcourage und wie sensibilisiert man wirklich für ein Nie wieder? All diese Fragen möchte ich natürlich den Rednerinnen und Rednern des heutigen Tages mit auf den Weg geben und ich freue mich auf ihre und deren Wortbeiträge. Und ich freue mich, dass wir beginnen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hannover. Herzlich willkommen, Bilet Onay. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zusehende und hoffentlich bald liebe BesucherInnen des Zeitzentrums Zivilcourage. Das Zeitzentrum verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander, indem es seine BesucherInnen anregt, für sich selbst in diesen drei Zeitdimensionen eine eigene Haltung zu entwickeln. Die stilisierte Sandtour in unserer Wortbildmarke zeigt deutlich, dass es keinen Stillstand gibt. Das Zeitzentrum ist kein Museum, keine Gedenkstätte, sondern ein Lernort für Demokratie. Das Zeitzentrum Zivilcourage wird die kulturelle Bildungslandschaft der Stadt Hannover bereichern und durch sein eigenes Profil prägen. Direkt, jung, vielfältig und interaktiv. Unter der Grundfrage mitmachen oder widerstehen werden die BesucherInnen die Lebensgeschichten von 45 Menschen interaktiv erkunden. Das Zeitzentrum Zivilcourage versteht sich als offener Diskussionsraum. Im Sinne der Demokratiebildung geht es auch um die individuelle Verantwortung für eine demokratische Gesellschaft und lebendige Formen von Zivilcourage. Heute am 12. März 2021 ist es endlich soweit. Nach arbeitsreichen Jahren der Planung und Konzeption darf ich das Zeitzentrum eröffnen. Gerne hätte ich Sie aus diesem Anlass persönlich hier begrüßt. Eine Pandemie allerdings beherrscht jedoch momentan unsere Planung und unser Handeln. Gerade in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger zu zeigen, für welche Werte in unserer Gesellschaft es sich zu kämpfen lohnt. Gegen jede Form von Geschichtsleugnung und der Forderung nach einem Schlussstrich stehen wir für ein respektvolles Miteinander, für das Gespräch und für den Dialog. Für diese Werte steht das Zentrum ein und ich möchte Sie einladen, kommen Sie zu uns in das Zeitzentrum. Im Moment leider nur mit Hilfe unserer digitalen Angebote nach der hoffentlich erfolgreichen Bekämpfung der Corona-Pandemie dann persönlich hier vor Ort. Alle Interessierten und alle Gruppen sind uns willkommen. Überzeugen Sie sich selbst von diesem Ort, dann werden Sie sicherlich genauso begeistert sein wie ich. Man merkt, wie wichtig es ist, die Geschichte zu kennen, zu wissen, was hier in unserer Stadt passiert ist. Dann verstehen wir besser, warum es so nötig ist, auch heute Haltung zu zeigen und nicht wegzusehen.
wenn Menschen diskriminiert werden. Denn Hass, staatliches Handeln und gesellschaftliches Wegsehen ermöglichten in der Vergangenheit unermessliches Leid. Nur durch eine aktive Begegnung mit unserer Geschichte und den Menschen, die früher in unserer Stadt gelebt haben, können wir verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. Lasst uns aus der Vergangenheit lernen. Um unsere Zukunft zu schützen, besuchen Sie also das Zeitzentrum Zivilcourage, erkunden Sie die Lebensgeschichten und machen Sie sich ein Bild davon, was Sie für eine gerechte Zukunft in unserer Stadt tun können. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank dem Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Bedet Onal. Und wir haben eine zweite Grußbotschaft und ich freue mich sehr, den niedersächsischen Ministerpräsidenten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Stefan Weil. Hallo zusammen. Wer in Hannover wohnt oder in der Umgebung, der muss eigentlich schon einmal im hannoverschen Rathaus gewesen sein oder sollte das dringend nachholen. In der Eingangshalle des Rathauses stehen auch vier Modelle, die Hannover zu unterschiedlichen Zeiten zeigen. Eines dieser Modelle zeigt Hannover 1939 eine blühende, schöne Stadt. Nur einige Schritte weiter ist Hannover 1945 zu sehen, eine total zerstörte Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Gebäude, das war bereits 1939 zerstört und das wird kenntlich, man sieht es kaum, weil es nämlich das einzig schwarze Gebäude ist auf diesem Modell. Das ist die Hannoversche Synagoge, die zum damaligen Zeitpunkt schon niedergebrannt war. Und wenn man so will, war das der Prolog für die vollkommene Zerstörung der ganzen Stadt nur 6 Jahre später. Wo ist der Zusammenhang? Die Phase zwischen 1933 und 1945 war für ganz Deutschland und war für Hannover wirklich der Tiefpunkt der Geschichte. Und am Ende war alles kaputt, nicht nur baulich, sondern auch moralisch. So hart muss man das sagen, von deutscher Hand ging das in der Menschheitsgeschichte größte Verbrechen aus, insbesondere die systematische Vernichtung von Millionen von Juden, von anderen Gruppen und von politischen Gegnern. Leider sind inzwischen nicht mehr viele Menschen übrig geblieben, die aus eigenem Erleben über diese Zeit berichten können, insbesondere auch diejenigen, die damals selbst verfolgt und gedemütigt wurden. Wenn also diese ganz unmittelbare Ansprache, die immer noch am besten ist, wenn die nicht mehr möglich ist, wie können wir eigentlich heute noch erinnern und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen aus diesem Tiefpunkt unserer lokalen Geschichte, aber auch der Geschichte von ganz Deutschland? Die Stadt Hannover hat sich wirklich etwas sehr Innovatives einfallen lassen. Wie können wir eigentlich heute die Erinnerungskultur noch pflegen und vor allen Dingen mit einem Blick auf unser Leben, auf die Gegenwart? Die Idee ist das Zeitzentrum Zivilcourage. Ausgehend von einigen wenigen Menschen, die in der NS-Zeit in Hannover gelebt haben, wird der Frage nachgegangen, wie ist es in Ihrem Leben weitergegangen und vor allen Dingen, wie haben Sie sich damals verhalten? Waren Sie Täter, waren Sie Opfer, waren Sie Mitläufer, was auch immer? Und wie ist es dann nach dem Krieg mit Ihnen weitergegangen und was hätten wir wohl an Ihrer Stelle getan? Eine wirklich spannende Fragestellung, finde ich. Ich bin gerne hier schon einmal, wenn man so will, in einer Preview mal ganz kurz eben durchgegangen. Und ich glaube, diese neue Möglichkeit, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, die wird ganz viel Interesse finden. Ich drücke jedenfalls herzlich die Daumen und ich empfehle, wenn man ins Rathaus geht, vielleicht auch einmal über den Friedrichswald rüber zu gehen, hinein in das neue Zeitzentrum Zivilcourage. Herzlichen Dank, macht's gut, tschüss. Vielen Dank, Ministerpräsident Stefan Weil. Und wir kommen tatsächlich zu einer virtuellen Führung. Es übernehmen Oberbürgermeister Bedet Onal und Denise Mbaye. Mbaye ist Schauspielerin, Moderatorin, Sängerin. Sie ist in Vorabendserien der ARD genauso zu sehen wie in Krimis oder im Schauspielhaus Hannover. Mit Ninja Lagrande produziert sie regelmäßig den Podcast Die kleine schwarze Chaospraxis. Und gemeinsam mit Bedet Onal erklärt sie uns den Grundgedanken des Zentrums, das Verstehen der großen historischen Zusammenhänge anhand kleiner Ausschnitte, den Biografien der Menschen selbst. Zwischendurch treffen Bedet Onal und Denise Mbaye immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die uns bei dieser Eröffnung begleiten. Dabei ist zum Beispiel der Poetry Slammer Tobias Kunze oder die Autorin, Podcasterin und Moderatorin Ninja Lagrande oder die Sängerin Joy Bogart. Viel Spaß. Ja, hallo. Ich freue mich, Sie heute im Zeitzentrum Zivilcourage begrüßen zu dürfen, vor der historischen Stadtmauer und mit einer ganz, ganz neuen Konzeption.
Ja, und von dieser historischen Stadtmauer ausgehend begeben wir uns direkt hinein ins Zeitzentrum Zivilcourage. Sie haben sich jetzt hier am Eingangsbereich schon drei Spurenkarten ausgesucht mit Porträts von drei Menschen, die hier auch wiederzufinden sind an der Porträtwand. Wir sind hier umgeben von Gesichtern von 45 Menschen, es sind Jüngere und Ältere dabei, Frauen, Männer, Kinder, Menschen, die verfolgt wurden im Nationalsozialismus, aber auch Widerstand geleistet haben, Menschen, die Täterinnen wurden und andere denunziert haben. Sie haben sich die Karte von Ursula Blankenburg ausgesucht. Warum das? Genau, ich habe mir das Porträt von Ursula Blankenburg ausgesucht, weil mich das ja umgetrieben hat, dieses Gesicht eines Kindes. Die Frage, was steckt dahinter, was war die Geschichte, was war das Schicksal? Und ich fand das auch sehr bewegend, was auch Ursula Blankenburg widerfahren ist. Ihr Vater wurde nach der Reichspogromnacht 1938 verhaftet, kam selbst ins KZ Sachsenhausen. Und daraufhin haben die Eltern die Entscheidung getroffen, sie und ihre ältere Schwester dann auf eine eigenständige Reise zu schicken, in die Sicherheit, aber weg eben von den Eltern und von der bekannten Umgebung. Sie stehen genau zwischen Ursula Blankenburg und hier Friedel Schwarz. Und Friedel Schwarz Spurenkarte haben Sie sich auch ausgesucht. Ja. Was interessiert Sie besonders oder berührt Sie besonders an Friedels Geschichte? Ich fand Friedel Schwarz Lebensentwurf, seine Lebensweise besonders spannend. Das hätte auch aus der heutigen Zeit kommen können. Er hat damals seinen Lebensunterhalt als Frauenimitator, wie das damals hieß, verdient. Heute würden wir Drag Queen sagen oder Travestie. Und diese Lebensweise war eben das, was ihm dann letztendlich auch zum Verhängnis geworden ist. Ja, weil damals während des Nationalsozialismus war das nicht nur illegal, sondern wurde auch aufs Höchste bestraft. Ja. Genau. Wenn wir jetzt hier noch ein Stück weitergehen, dann kommen wir zum Porträt von Annette Weil. Genau. Und auch die Spurenkarte haben Sie sich ausgesucht. Genau. Ja, entgegen ihres sehr deutsch klingenden Namens war sie Französin und ihre Familie und auch sie selbst waren im französischen Widerstand, also in der Résistance, und haben im besetzten Frankreich Menschen geholfen, die von den Nazis bedroht wurden, also auch Menschen jüdischen Glaubens, für die sie Pässe, Ausweise gefälscht haben, um ihnen Sicherheit zu geben. Das ist irgendwann aufgeflogen und so kam auch sie unfreiwillig als Zwangsarbeiterin dann nach Hannover. Ja, 45 Geschichten, 45 Gesichter. Wir begeben uns jetzt gleich mal an den nächsten Punkt, oder? Beim Besuch hier im Zeitzentrum sind Spuren in allen Modulen, die hier aufgebaut wurden, aus den Lebensgeschichten der 45 Menschen zu finden. Hier zum Beispiel haben wir schon die Karte von Ursula Blankenberg. Und hier im Modul Mein Erbe geht es um Ereignisse in der Geschichte. Es geht aber auch um Kontinuitäten von Rassismus und Antisemitismus bis heute. Und ja, BesucherInnen werden hier dazu angeregt, sich zu fragen, ist das mein Erbe? Und wenn ja, was bedeutet das für mich? Und ja, wie will ich handeln heute in Hannover, um die Zukunft für diese Stadt mitzugestalten? Ja, entlang der Spurenkarten kann man die Lebensgeschichten, die Lebenswege der 45 Personen hier nachverfolgen. Ich finde, das ist ein sehr anregender Ansatz auch, um zu gucken, wo läuft sozusagen die Lebensspur entlang. Die Nationalsozialisten setzen ihre Vorstellung von einer deutschen Volksgemeinschaft in brutaler Konsequenz durch. Ja, auch für Menschen wie Friedel Schwarz, also homosexuell lebende Menschen, war das lebensbedrohlich, diese Art und Weise zu leben. Die Nazis haben den Paragraphen 175 beispielsweise noch verschärft, sodass sogar Berührungen unter Männern unter Strafe gestellt waren. Friedel Schwarz wurde selbst inhaftiert, weil er eben homosexuelle Bekanntschaften pflegte. Und dieser Paragraph 175 wirkte bis in die neue Bundesrepublik hinein, in die junge Bundesrepublik, und wurde erst 1994 endgültig abgeschafft. Tobi Kunze hat sich als Künstler Gedanken darüber gemacht, wie man mein Erbe, also diese Geschichte, in einem Poetry Slam übertragen kann. Lassen Sie uns mal hören. Mein Gedicht heißt Mein Erbe oder Das Galtonbrett. Und was das ist, wenn ihr es noch nicht kennt, werdet ihr im Gedicht erfahren. Was ist mein Erbe? Mein Erbe heißt vielleicht, dass ich weiß, woraus ich lerne in Verbindung von Schicksal und Geist. Oder warte, es geht um Sinn. Vielleicht heißt es, dass ich weiß, wer ich bin. Und dass ich als Mensch unter vielen ahne, welche Rollen wir spielen. Welche Verantwortung ich habe und welche Lehren ich für mich ziehe. Denn Einsicht und Empathie sind Gaben, die prägen die Biografie.
Je mehr Bewusstsein man hat, so hat man auch mehr Kontrolle. Dazu kommen Freiheit und Horizont für die Haltung der eigenen Rolle. Nur leider gibt es Unterschiede, Parameter und Privilegien und davon mitunter viele, die sich in jedes Leben brennen. So entwickeln sich Menschen und Dramen hinsichtlich Handeln und Charakter, getreu geistiger Grenzen und Rahmen und legen fest, was für sie packbar, was bestimmbar ist und welche Prämissen sie fassen für welchen Abschnitt, damit man aus Missverständnissen nicht gleich die Mitschuld daran abtritt. Unter gleichen Voraussetzungen und fairen Bedingungen mit Menschen und Nächstenliebe entstehen Vernetzungen und eben Verbindungen und Gewebe wird zum Getriebe. Das nennt man am Ende unter Addition der Komponenten und Menschen Gesellschaft. Doch zu Gelingen und Hoffnungen kommen Verlockungen, die man aus Macht und auch Geld schafft. Und so gibt es auch die, deren Triebe größer, deren Wesen böser oder Banalität bald argloser nicht geht. Die sich egoistisch abschotten, nicht auf Gleichheit im Leben setzen. Sie entwickeln würdelose Marotten, indem sie nach unten treten und hetzen. Die sehnen sich nach Teilung, nach Grenzen, Krieg und Gewalt und machen in ihrer Entscheidung nicht vor Menschenrechtsbrüchen Halt. Nur eine gesunde Gesellschaft kann solche Ausbrüche heilen, indem sie ein Ideal für die Welt schafft und Menschen vereint, statt zu teilen. Was ist, wenn niemand das Erbe ehrt, aus ihm lehrt, es verwaltet? Dann bröckelt das Fundament, bis es sich auflöst und alsbald spaltet. Kennt ihr das Galtonbrett? Das ist so ein Brett mit Nägeln. Durch das lässt man ein Murmelset regelrecht runterregnen. Die Murmelausgangsposition ist ganz oben in der Mitte. Darunter treffen sie auch schon auf lauter Hindernisse. Dichte Reihen von Nägeln, so von Spinksen oder Ecken, an denen sie kurz verweilen und dann nach links und rechts im Zickzack verteilen. Am Ende kommen Fächer, in denen die Kugeln landen. Und man sieht, anhand der Füllhöhen ist so eine Kurve entstanden. So wie dieses Galtonbrett ist auch ein bisschen das Leben, weil uns die Stationen lehren, nach diversen Wegen zu streben. Und so wie wir Murmeln durchs Brett schicken, knicken auch Biografien, tippen sich an, klacken und klicken und treffen sich wie durch Entropie. Nur fallen wir nicht einfach, sondern machen an jedem Punkt einen eigenen Zug wie beim Schach. Und das nennt man Lebensentscheidung. Und je nachdem, ob wir uns Gewissen leisten können und Integrität oder ob aus gewissen Verhältnissen Druck und Zwang, gar Gewalt entsteht oder sogar Entledigung von Empathie und Mitgefühl, legen wir unser tägliches Werden und unser Schicksal fest mit Kalkül. Manchen kommt das Leben ziemlich hart vor. Und ja, es ist unübersichtlich, wie ein riesiger Zufallsgenerator im jetzigen Sein, wie geschichtlich. Doch unabhängig vom Grad der Härte hat man auch immer Spielraum für Nachdenken, Normen und Werte und sogar einen persönlichen Traum. Was machst du daraus? Was mache ich? Schaffe ich was oder tue ich nichts? Am Ende ist die Welt zwar groß, doch auch klein wie eine Erbse. Und damit sie uns nicht zerfällt, ist Integrität unser Erbe. Woraus sollen wir lernen, wenn nicht aus der Vergangenheit, unserer eigenen und der Weltgeschichte, denn nur sie ist, was lange bleibt. Die Summe früherer Taten kreiert nicht nur Identität, sondern auch die Verantwortung, dass Vernichtung nicht nochmal entsteht, dass das Böse sich nicht mehr erhebt und Herzen mit Hass vergiftet, dass man nicht nach Vernichtung strebt und weltweit Verderben stiftet, dass der Schleier des Vergessens sich liftet und Geschichte nicht erkaltet, dass man aus dem Gestern lernt und das Jetzt und das Morgen entsprechend gestaltet. Mein Erbe ist es, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen ein Leben in Würde und Ordnung haben. Zwischen Tragödien wie Wolken und Idealen wie strahlender Sonne ist die Freiheit eines Volkes die Summe aller Horizonte. Denn wir sind unsere eigenen Zeitzeugen, unser Verstand nicht im Jetzt begrenzt. Und wenn wir die Vergangenheit leugnen, negieren wir unsere Existenz. Wir nähen unsere Biografie und treffen die Lebensentscheidung mit Philosophie und Ideologie an jedem einzelnen Punkt. Mein Erbe ist dein Erbe. Und aus dem, was zwischen uns geschieht, zu überlegen und zu lernen, ein Gewissen und Lehren zu ziehen. Also sei keine Kugel
im Gantonbrett, die sich von Schlägen herumstoßen lässt, sondern stell deine Eigenverantwortung und Veränderung stets zum Besseren fest. Wir befinden uns jetzt hier im Untergeschoss des Zeitzentrums und unter der Frage Meine Nachbarn geht es hier um das Leben in der sogenannten Volksgemeinschaft, um Jugend, um Widerstand und um vieles mehr. Und hier wird das Leben von 13 der 45 Personen, die wir oben kennengelernt haben, noch etwas näher beleuchtet in so kleinen Kabinetten, die aussehen wie Bühnen und auf denen man sozusagen in die Fenster der NachbarInnen schauen kann. Erfahren wir hier auch mehr darüber, was mit Friedel Schwarz geschah, nachdem er verhaftet wurde? Ja, Friedel Schwarz wurde verhaftet und saß 1,5 Jahre im Gerichtsgefängnis hinter dem Hauptbahnhof ein, da wo heute der Pavillon steht. Und dort waren auch viele andere Menschen aus Hannover, also viele WiderständlerInnen beispielsweise und viele Menschen eben auch wie Friedel Schwarz. Er hat dann dort auch, galt dort als Gewohnheitsverbrecher und wurde auch zu einer Sicherungsverwahrung dann verurteilt. Als dann klar war, dass auch Sicherungsverwahrte in den KZs umgebracht werden, wurde er 1943 ins KZ Neuengamme verlegt. Und er hatte in der Zeit schon 20 Kilo abgenommen und ist dort auch nach wenigen Wochen verstorben. Also ich habe nicht gewusst, dass hier Gasmasken hergestellt wurden in Hannover. Ja, das war tatsächlich der Fall. Viele Firmen, viele Unternehmen mussten oder sollten für die Front Dinge produzieren. Baeisen hat haltbare Lebensmittel in den Weltkriegen produziert. Bei Pelikan wurden Dosen gefertigt und bei Continental eben beispielsweise Gasmasken. Und was hat das mit Annette Weil zu tun? Annette Weil ist über einige Umwege ins KZ Limmer nach Hannover gekommen, 1944, und musste dort dann eben mitproduzieren oder für Continental Gasmasken produzieren. Und das war eine sehr gefährliche und sehr körperlich harte Arbeit. Und in dieser Zeit hatte sie auch keinen Namen, sondern nur noch eine Nummer. Und hat aber trotzdem versucht, in dieser sehr schwierigen Zeit auch ein bisschen Widerstand zu leisten. Wie ging das, in der Zeit Widerstand zu leisten, als Frau in so einer Fabrik? Ja, sie hat versucht, mit anderen Menschen, mit anderen Frauen die Produktion zu verlangsamen, immer wieder mal versucht, Dinge auszusetzen, sodass es zum Stocken kam. Und das war auch sehr gefährlich, bis hin zur Lebensgefahr. Also wir nehmen das heute ja so selbstverständlich hin, Widerstand leisten zu können. Doch wir sehen gerade, dass es unter Diktaturen absolut nicht selbstverständlich war und eben auch lebensbedrohlich sein konnte. Ja. Unglaublich. Ja, das Licht geht aus, aber gleich geht das Licht auch wieder an für Ninia Lagrande, die sich zum Thema Meine Nachbarn Gedanken gemacht hat und dazu einen Text geschrieben hat. Danke, Herr Onay. Ja, vielen Dank. Es ist ein Haus in einer Straße, die so aussieht wie deine. Es ist ein Haus mit rotem Klinker, etwas abseits der Leine. Es ist ein Haus. 5 Stockwerke, 3 Fenster pro Seite, das Bad in der Mitte, 1 Meter in der Breite. Der Nachbar rechts oben, er war mal ein Meister, kann boxen wie sonst kein Zweiter. Ausgeschlossen, aberkannt und trotzdem kämpft er für das Land. Kehrt verwundet zurück, doch darf sich nicht erholen. Die Nichte noch auf dem Schoß wird er abgeführt und verprügelt. Ein Cinto darf nicht selbst austeilen, sondern nur einstecken, bis zum Tode. Im zweiten links ein Ehepaar, ihre Kinder nach England geschickt, denken sie Tag ein, Tag aus an nichts anderes, als den Geruch der Kinderköpfe nicht zu vergessen. Sie wollen auswandern. Ein neues Leben. Vielleicht als Gärtner, vielleicht eine Chance. Viele Jahre später werden sich alle wiedersehen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf dem Dachboden ein Koffer, ein kleiner Zettel liegt drin. Die Frau aus dem ersten hat ihn dort abgestellt, wartend für immer. Er ist alles, was übrig blieb. Von einem Mann, einer Liebesgeschichte, einem Arbeiterleben. Die falsche Religion, abgelehnte Bitten, ein Besitz in Aluminium. Was wäre, wenn der Mann mit diesem Koffer auch das Boot bestiegen hätte? Es ist ein Haus in einer Straße, die so aussieht wie deine. Es ist ein Haus mit rotem Klinker, etwas abseits der Leine. Es ist ein Haus. 5 Stockwerke, 3 Fenster pro Seite, das Bad in der Mitte, 1 Meter in der Breite. Im Erdgeschoss links ist die Wohnung jetzt leer. Friedel ist weg, er war ein Artist. Ein Damenimitator, ein Sänger, ein Künstler, inmitten von Freundinnen und Freunden. Hast du ihn mal gesehen? Im Automatencafé, erinnerst du dich? Er liebte falsch, das sagt das Gesetz, seine Zeit. Die wäre jetzt. Gegenüber wohnt Hilde mit dem Besten im Herzen. Nicht wissend, dass ihre Vergangenheit sie einholen wird.
Diakonissin aus Überzeugung ausgegrenzt und Hausverbot. Ab wann giltst du als Jüdin? Bei den einen, bei den anderen. Ihre Bibel ein geheimer Talisman, der sie durch das tiefste Tal tragen wird. Ein Leben dem Helfen gewidmet, ein Leben, das die Rache nicht fressen kann. Kurt im dritten Recht, sein Haar glatt und sauber, ein trauernder Vater, ein geschiedener Mann. Dann folgt die Karriere, so schnell geht es aufwärts, wenn man mitmachen kann. Er ist Täter, ein fleißiges Rad im Getriebe, sie sterben zu Hunderten unter seinem Befehle. Später ein kurzer Prozess, eine schnelle Entlassung. Ein verantwortungsfreies Leben, ein Leben, das ist mehr als bei den anderen. Es ist ein Haus in einer Straße, die so aussieht wie deine. Es ist ein Haus mit rotem Klinker, etwas abseits der Leine. Es ist ein Haus. 5 Stockwerke, 3 Fenster pro Seite, das Bad in der Mitte, 1 Meter in der Breite. Karl und seine Frau leben im 4. Stock links. Dem Mann ist zuwider, was er beruflich tut. Die Frau erinnert ihn an Lohn und Brot. Karl nutzt seine Stellung anders als andere. Er ist nett, sogar mehr als das. Er versorgt, er lächelt, er versucht zu retten. Die Flucht der Freunde, am Ende verlässt sie der Mut. Sie sagen, er sei der einzig Gerechte gewesen. Den Siegfried kennt jeder, er wohnt erste links. Seine Haut ganz dunkel, er ist Deutscher wie seine Mutter. Aber so denken sie hier nicht. Dann eine Anstellung als Kraftfahrer im städtischen Fuhramt. Er wird gebraucht, das reicht zum Überleben. Heinrich heißt der Schutzengel, der sich damit auch selbst die Zukunft rettet. Dritte links ein weiterer strenger Scheitel. Hartmann grüßt Kurt gern auf dem Flur. Die anderen begutachtet er nur. Es ist seine Zweitwohnung. Er residiert sonst in einer angemessenen Villa. Seine Zitate lesen die Nachbarn auf der Titelseite. Er ist eine Maus. Er findet immer ein Schlupfloch. Selbst vor Gericht gelingt ihm das noch. Und so ist ein Leben ohne Stempel. Schuldig, aber keiner will's sehen. Es ist ein Haus in einer Straße, die so aussieht wie deine. Es ist ein Haus mit rotem Klinker, etwas abseits der Leine. Es ist ein Haus. 5 Stockwerke, 3 Fenster pro Seite, das Bad in der Mitte, 1 Meter in der Breite. Lina, sie wohnt im 4. rechts. Ihre Hand schlägt schneller, als ihr Blick vermuten lässt. Sie ist eine Aufseherin, die ohne Herz. Noch weiß sie nicht, dass Annette sie vors Gericht kriegen wird. Annette, die unter Lebensgefahr im KZ Weihnachten feiert. Annette, die Gerechtigkeit bringt und zeitlebens die Erinnerung aufrecht erhält. Die 5. links hat 2 Geschichten. Die erste handelt von Adam, einem Zeugen Jehovas. Erst weigert er sich nur, den Gruß zu zeigen, dann verteilt er Flugblätter gegen die bösen Vorzeichen. Er wird verhaftet, aus 10 Monaten werden 3 Jahre. Erna, seine Frau, kriegt ihn wieder, doch besiegelt dann selbst sein Schicksal. Die 2. Geschichte erzählt uns von Conny. Sie bezieht die 5. links erst spät, arbeitet als Köchin bei den Gummiwerken. Dort trifft sie Henk, den Mann aus den Niederlanden. Ein Zwangsarbeiter, die Liebe verboten und dennoch zu groß. Die Gestapo verlangt den unterschriebenen Abstand, ein Nein, viele Wunden und ein Mann, der zuletzt wieder über die Grenze geht. Es ist ein Haus in einer Straße, die so aussieht wie deine. Es ist ein Haus mit rotem Klinker, etwas abseits der Leine. Es ist ein Haus, 5 Stockwerke, 3 Fenster pro Seite, das Bad in der Mitte, 1 Meter in der Breite. Eine Wohnung fehlt noch, die 2. nach rechts. Egons Taschenmesser liegt stolz auf dem Tisch. Es braucht ein paar Jahre, bis es verschwindet und mit ihm jegliche Überzeugung. Das ist der Beweis, dass man alles verlernen kann. Noch zweifelt Egon nur, aber er wird ein anderer werden. Das linke Gewissen einer Stadt, die solcher Häuser Tausende hat. Es ist ein Haus in einer Straße, die so aussieht wie deine. Es ist ein Haus mit rotem Klinker, etwas abseits der Leine. Es ist ein Haus. 5 Stockwerke, 3 Fenster pro Seite, das Bad in der Mitte, 1 Meter in der Breite. Wow, das ist unsere Bahnhofstraße oder eben auch nicht. Je nachdem, aus welcher Perspektive man sich das anschaut, sehr beeindruckend. Jetzt machen wir hier wirklich eine Zeitreise. Wenn wir aber ein Stück weitergehen, dann kommen wir tatsächlich im Heute an. Das kommt uns allen bekannt vor, der Östra-Stadtplan. Auf allen 45 Spurenkarten sind auch immer Haltestellen vermerkt. Ich habe hier die Porträtkarte von Ursula Blankenburg und die schickt mich direkt zur Erhardstraße, die ich dann hier auf dem Plan suchen und finden darf. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was hier passiert. Ich lerne hier Ursula Blankenburg und ihre Geschichte noch ein bisschen mehr kennen,
weiß, dass sie eigentlich mit ihren Eltern hätte auswandern wollen, ihr Vater als Richter aber keine Arbeit gefunden hat, als deutscher Richter im Ausland. Deshalb haben sich Fritz und Erika Blankenburg dazu entschieden, eine Umschulung, eine Ausbildung zu GärtnerInnen zu machen, mit der Vorstellung, dann irgendwann Deutschland zu verlassen. Stattdessen wurden sie aber in der Gartenbauschule in Ahlem zur Zwangsarbeit gezwungen. Inspiriert durch all diese Lebensgeschichten, durch die Porträts, die wir hier kennenlernen durften, hat die Künstlerin Joy Bogart ein Lied extra für das Zeitzentrum geschrieben, das wir jetzt hören dürfen. Die Straßen hier wie keiner, läuft vorbei am Kapitol, immer Richtung Leine, ab zur Arbeit, immer Straßen treiben. Und nach Feierabend geht's für ihn noch weiter. Er liebt die Stadt, liebt jede Ecke, denen zu zeigen, die ihre Schönheit nicht erkennen, aber er weiß nicht, dass nichts bleibt, sie ihn vertreibt, nur was bleibt. Ist ein Koffer aus einer anderen Zeit. Was ist davon noch übrig? Wer spricht über die Orte, all die Dinge, die dort vor uns waren? So viel davon noch übrig, wenn wir's wagen, ja, zu schauen. Ein Blick nach hinten, ey, der lohnt sich, wenn damit Weitsicht kommt und Klarsicht. Wir laufen alle unweigerlich vorbei an so vielen Geschichten und wir sehen sie nicht. Ein Blick nach hinten, ja, der lohnt sich, denn wir sind Teil von einer Geschichte, die hat's in sich. Wir laufen alle unweigerlich vorbei an so vielen Geschichten und wir sehen sie nicht. Ich mag's im Hier und Jetzt zu treiben, fahr jeden Sommer raus zur Schleuse. In meinem Kopf ist das der schönste Ort der Welt, wenn die Sonne brennt und gegen Abend hinterm Conti-Turm Schatten fällt. Da wo ich sag, ich fühl mich hier zu Haus, war es ein Ort der Angst. Ja, für Tausende ist keine 100 Jahre her, aber Erinnerung verbleibt. Ich frag mich, was ist davon noch übrig? Wer spricht über die Orte, all die Dinge, die dort vor uns waren? So viel davon noch übrig, wenn wir's wagen, yeah, zu schauen. Ein Blick nach hinten, ja, der lohnt sich, wenn damit Weitsicht kommt und klar. Wir laufen alle unweigerlich vorbei an so vielen Geschichten. Hey, und wir sehen sie nicht. Ein Blick nach hinten, ja, der lohnt sich. Denn wir sind Teil von einer Geschichte, die hat einen Sinn. Wir laufen alle unweigerlich vorbei an so vielen Geschichten. Hey, und wir sehen sie hoch. Hinter jeder Ecke wartet die Erinnerung und hofft, dass du sie siehst, dass du sie annimmst und weiterträgst. Also glaub mir, ein Blick nach hinten, ja, der lohnt sich, wenn damit Weitsicht kommt und Klarsicht. Wir sind alle unweigerlich ein Teil von so viel Geschichte und wir wollen oder nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich musikalisch etwas zu dieser Ausstellung beitragen durfte und fand es auch sehr, sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen, Hannover als Stadt. Ich wohne jetzt seit 4 Jahren hier und mir darüber bewusst zu werden,
was alles in dieser Stadt schon passiert ist. Und ich habe versucht, das musikalisch festzuhalten. Und ja, dabei ist dieser Song Meine Stadt rausgekommen. Das Zentrum ist ein Ort der Zivilcourage. Aber warum sollte man sich überhaupt einmischen? Warum sollte man sich engagieren? Das haben wir Menschen gefragt. Und diese Statements möchten wir Ihnen und euch genau jetzt präsentieren. Ich bin Georg Rinke, Geschäftsführer des Straßenmagazin Asphalt. Für uns ist Zivilcourage ein erheblicher Punkt, für den wir uns auch immer wieder einsetzen. Auch und gerade wegen der Vergangenheit. Auch schon in der NS-Zeit haben Menschen gerade speziell aus dem Bereich der Wohnungs- und Obdachlosen erheblich leiden müssen. Deshalb ist mir das so unglaublich wichtig. Ganz generell möchte ich eins zu dem Thema sagen. Viel mehr Zivilcourage würde bedeuten, dass es vielen Menschen besser gehen würde. Ich bin Hanna Kreisel-Liebermann, Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Hannover. Ich engagiere mich dort, weil ich es für ganz wichtig halte, dass wir über unsere Geschichte, vor allem die der Nazizeit, sehr viel wissen und auch jüngeren Menschen vermitteln. Wieso wurden Menschen damals verfolgt, geächtet, diskriminiert, deportiert und umgebracht? Das darf nie wieder passieren. Deswegen ist Zivilcourage so wichtig, dass jeder und jede gegen Unrecht aufsteht, für das Recht von Minderheiten und Schwachen eintritt, dass wir nicht schweigen, sondern sprechen, nicht wegsehen, sondern aufmerksam sind und dass wir füreinander einstehen. Das kommt uns allen, unserer Demokratie und Gesellschaft zugute. Herzlichen Dank. Es ist super wichtig, dass wir uns in unserer Gesellschaft engagieren. Und das bedeutet für mich, dass wir uns für Minderheiten einsetzen, für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, über ja, ihre Lebensrealitäten zu sprechen und gehört zu werden, für die einzustehen, für diese Menschen lauter zu sein, ihnen zu helfen, eine Plattform zu geben. Das bedeutet für mich auf jeden Fall, sich für unsere Gesellschaft einzusetzen. Mein Name ist Wenke Stegemann. Ich bin Historikerin, Pädagogin und Initiatorin des Bildungsunternehmens Stories for Tomorrow, ein Raum für Wandel und Lernen. Demokratie ist für mich nichts Selbstverständliches. Wir alle, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns, sollten und müssen die Demokratie jeden Tag leben und sie damit schützen. Ich möchte Räume schaffen, in denen wir uns begegnen können, in denen wir miteinander sprechen und nicht übereinander, in denen wir miteinander lernen können, auch übereinander, aber vor allem miteinander lernen können. Denn ich denke, wenn wir jeden Tag offenen Auges durch die Welt gehen und die anderen Menschen sehen und ihnen begegnen mit einem offenen Blick, dann leben wir Demokratie jeden Tag. Es wird musikalisch. Ihr Bandname klingt wie ein niederländischer Brotaufstrich mit Streuseln. Dabei steht die Band für eingängigen Jazz, Funk und Soul. Das Ensemble kommt aus Hannover, Stade, Hamburg und Kloppenburg und traf sich bei unzähligen Jam-Sessions. 2017 erschien die erste EP, dann wurden sie direkt als Support für die Fantastischen Vier gebucht. Heute covert das Ensemble mehr Menschen von Moopmama. Herzlich willkommen, Hagelslack. Wir sind Hagelslack und wir spielen euch jetzt einen Song von Moopmama, Mehr Menschen. Wenn sich zwei treffen, die sich kennen, reden sie sich ein, die Welt sei klein. Doch nein, die Welt ist groß. Es heißt, das stille Wasser tief sein, doch an den tiefsten Stellen sind die Wellen hoch. Und wir kommen alle aus dem Wasser irgendwie. Doch was man dir auch sagt, wir saßen nie im selben Boot. Es führt kein Weg nach Rom und auch nicht nach Berlin. Die anderen sterben und die einen stellen sich tot. Es wird so viel geredet, doch das meiste, das geredet wird, ist falsch. Denn denen, die so viel erzählen, steht das Wasser selten bis zum Hals. Es kommen immer mehr Menschen her, ein Heer von mehr Menschen. Doch hier heißt es, wir brauchen keine Menschen mehr, keine mehr Menschen.
Arbeit komme, sind die Straßen menschenleer. Und draußen tobt es Menschenmeer. Ich weiß, da draußen tobt es Menschenmeer. Sonne auf, hier sind die Tage lang. Im Abendland redet man viel vom Untergang, doch Fett schwimmt oben, Stürme toben, sie stürzen sich in die Wogen. Vielen läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Der Volksmund schreit, das Boot sei voll, doch das Boot ist voller Lecks. Zu viele sind der Sache auf den Grund gegangen. Und Vater Staat verrichtet weiterhin sein großes Geschäft, verteidigt den Tellerrand um unser Land. Und es gibt so viele Geschichten und an jeder ist irgendwas Wahres dran. Und ich kann lange hier stehen und reden und am Ende kommt's nur auf die Taten an. Es kommen immer mehr Menschen her, ein Heer von mehr Menschen. Doch hier heißt es, wir brauchen keine Menschen mehr, keine mehr Menschen. Wenn ich spät nachts von der Arbeit komme, sind die Straßen menschenleer. Doch draußen tobt es Menschenmeer. Ich weiß, da draußen tobt es Menschenmeer. Vielen, vielen Dank, Hagelslack. Welche Verantwortung tragen wir für die Vergangenheit? Warum sollte man sich heute engagieren? Das haben wir Menschen gefragt und deren Statements hören Sie jetzt. Zivilcourage, das ist mir wichtig als Lebenshaltung. Gerade auch als Christin, denn in der Zeit des Nationalsozialismus beispielsweise haben die Kirchen versagt. Sie haben sich nicht schützend vor die Verfolgten gestellt, vor Juden, Sinti und Roma, vor Homosexuelle, Kommunisten, die in den Lagern der Nationalsozialisten ermordet wurden, brutal ermordet, vergast wurden. Das ist für mich eine Lehre auch aus der Geschichte. Wir müssen eintreten für die Freiheit aller Menschen, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, für ein friedliches Miteinander auch der Religionen. Und dafür trete ich gerne ein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Am 12. März wird das Zeitzentrum Zivilcourage eröffnet. Respekt für diese Entscheidung. Ein Rückblick. Die NS-Diktatur hat die deutsche Geschichte dramatisch belastet, heute als auch in der Zukunft. Der Mut zur Zivilcourage war eine besondere Entscheidung mit hohen Risiken. Gemündet ist diese Zivilcourage aus meiner Sicht in dem notwendigen Widerstand
gegen die Diktatur im Dritten Reich. Heute und aus meiner Sicht gehören wie eine Synthese Demokratie und Zivilcourage zusammen. Wir Bürger sind gefordert, uns mit den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen auseinanderzusetzen, eine konstruktive Meinungsbildung durchzuführen und zu überzeugen. Deshalb im Ergebnis Respekt und Anerkennung den Politikern, aber eben auch den Bürgern, die unter den bürgerrechtlichen Überlegungen und der Zivilcourage sich bei den Themen überzeugend darstellen und auch für die gesellschaftliche Meinungsbildung beitragen. Wir leben in so einer geschichtsvergessenen Zeit. Zivilcourage beginnt für mich in dem Moment, wo ich mich mit Geschichte, mit Vergangenheit beschäftige, wo ich Strukturen verstehen lerne und heute, jetzt in der Gegenwart wiedererkenne. Strukturen von Gewalt, Gewalt in Sprache, von Diskriminierung, von Vorurteilen und von falschen Nachrichten, von Fake News. Das ist ja keine neue Erfindung. Dagegen finde ich, ist es notwendig, die Stimme zu erheben, auf dem Boden von Aufklärung, von Humanismus und auch von Wissenschaftlichkeit, faktenbasiert sozusagen, auch Stellung nehmen zu können. Das sehe ich als staatsbürgerliche Pflicht an. Es gibt ein wunderbares Lied von Konstantin Wecker, bei 3 Jahrzehnte alt, das heißt Sag Nein. Ich glaube, Zivilcourage heißt, Nein zu sagen, wenn man diese Strukturen von Gewalt entdeckt. Und das nicht von anderen zu erwarten, sondern bei sich anzufangen, jeder und jede für sich. Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer hat einmal gesagt, ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Dieser Satz ist bis heute für mich und für Sie alle ganz sicher auch ein flammender Appell, unverändert. Er ist eine Aufforderung, immer und überall Zivilcourage zu zeigen. Nicht wegzusehen, sondern aktiv für unsere Demokratie und unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft einzustehen. Niemand kann heute mehr sagen, er wisse nicht, wohin Faschismus, völkische Gesinnung, Nationalismus und Rassismus führen. Niemand kann das mehr sagen, weil es tief in unser kollektives Gedächtnis eingegraben ist, jedenfalls in das der allermeisten. Wir sehen leider auch, wie das bei einigen mittlerweile nicht mehr der Fall zu sein scheint. Und umso wichtiger ist es, dieses Gedächtnis zu bewahren, die Sinne zu schärfen und Aufmerksamkeit zu schaffen, nichts als selbstverständlich hinzunehmen, aus der Vergangenheit zu lernen und daraus eine Verantwortung für unsere Gegenwart und unsere Zukunft zu erkennen. Ich bin deshalb den vielen Menschen, die genau das auf zahlreichen unterschiedlichen Wegen tun und Zivilcourage zeigen, von ganzem Herzen dankbar. Den Einführungsvortrag übernimmt heute Professor Dr. Michael Brumnick von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Professor Brumnick lehrte fast 20 Jahre Erziehungswissenschaften in Heidelberg, später in Frankfurt am Main. Er leitete 5 Jahre das Fritz-Bauer-Institut, das Studiendokumentationszentrum für Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt. Professor Brumnick gilt als eine der wichtigsten Stimmen dieser Zeit im Bereich Erinnerungskultur, Antisemitismus und Theorien der Erziehung und Demokratie. Sein Vortrag lautet: Zivilcourage, das ist Mut, aber nicht Tollkühnheit. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einer Geschichte beginnen, die einem guten Bekannten von mir vor etwa 3 Wochen in der Berliner S-Bahn Richtung Westkreuz widerfahren ist. In der nicht besonders dicht besetzten Bahn, die meisten Gäste trugen vorschriftsmäßig Masken, sah er sowohl eine Afrodeutsche als auch 2 junge Frauen offensichtlich türkischer Herkunft, die aber im Unterschied zu allen anderen Fahrgästen keinen Mundschutz trug. Höflich bat die junge afrodeutsche Frau die beiden türkischen, mit Kopftüchern gekleideten Mädchen doch bitte, ihre Masken aufzusetzen, was diese jedoch entschieden ablehnten. Nachdem nun die afrodeutsche Dame noch 1-2 Mal zunehmend heftiger das Aufziehen der Maske verlangte, entgegnete ihr eine der beiden anderen in pampigem Tonfall: Sorgt ihr doch erstmal in Afrika dafür, dass bei euch Ordnung herrscht. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich in dieser Situation reagiert? Bedurfte es dazu der Tapferkeit,
oder nur der Zivilcourage? Und was genau ist denn überhaupt Mut und was Tapferkeit? Nun, zunächst einige klassische Definitionen. Tapferkeit ist die Fähigkeit, in einer schwierigen, mit Nachteilen verbundenen Situation trotz Rückschlägen durchzuhalten. Sie setzt Leidensfähigkeit voraus und ist meist mit der Überzeugung verbunden, für übergeordnete Werte zu kämpfen. Der Tapfere, die Tapfere ist bereit, ohne Garantie für die eigene Unversehrtheit einen Konflikt durchzustehen oder einer Gefahr zu begegnen. Oft, aber nicht notwendigerweise, will er damit einen glücklichen Ausgang herbeiführen. Demgegenüber wird Zivilcourage durchaus anders definiert, nämlich so. Bei der Zivilcourage, wörtlich dem Bürgermut, handelt es sich um einen Alltagsmut, der nahezu täglich in verschiedenen Formen und Situationen jedem Menschen abverlangt wird. Zivilcourage beinhaltet die Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Sicherheit und Bequemlichkeit in einer unangenehmen oder auch bedrohlichen Situation zurückzustellen, um sich für eine als gerecht erachtete Sache einzusetzen und entsprechend aktiv zu werden. Ist also, so will ich fragen, Zivilcourage eine Bürgertugend? Und was sind überhaupt Tugenden? Das ist ein vermeintlich altmodischer Begriff. Gestatten Sie mir trotzdem einen historischen Rückblick. Tugenden lassen sich grundsätzlich und allgemein als jene positiven Charaktereigenschaften von Personen, von Menschen bestimmen, die in einer gegebenen Gesellschaft nicht nur hochgeschätzt, sondern auch ausdrücklich geachtet werden und daher allemal auch zum Ziel von Erziehungs- und Bildungsanstrengungen erklärt worden sind. Und damit sind Tugend zunächst jene Charaktereigenschaften, die dem individuellen Erreichen gesellschaftlich und kulturell vorgegebener Werte in besonderem Maße dienlich sind. Der gegenwärtig wieder an Prominenz gewinnende, über Jahrzehnte aus verschiedenen Gründen als überholt geltende Begriff hat freilich in der abendländischen Begriffsgeschichte eine bedeutende Tradition. Freilich haben sich Bedeutung und Gewicht dieses Begriffs vielfach gewandelt, weshalb nun eine historische Perspektive zum Begriff der Tugend, der Bürgertugend, sachangemessen ist. Nun, während es sich in der Antike vor allem um das Problem der Lehrbarkeit der Tugend handelte, war die mittelalterliche Philosophie vor allem mit der Frage nach der Rangordnung der Tugenden befasst. Das frühneuzeitliche Denken wiederum scheint mit seiner Entdeckung vitaler Handlungs- und Verhaltensmotivationen den Begriff systematisch zu verdrängen, während dann die frühe Moderne den Begriff und die Sache in genau angebbaren Grenzen zulässt, ihm freilich jede begründende Kraft abspricht. Und noch einmal zurück in die Geschichte. In der griechischen und römischen Antike jedenfalls bezeichnet Arete, so der griechische Aufsatz, Ausdruck lateinisch virtus, zunächst nichts anderes als die für ein Lebewesen tauglichen funktionalen Eigenschaften. Im Zentrum der mit Sokrates und Platon einsetzenden antiken Debatte geht es dann um die Lehrbarkeit der Tugend, also nach, ob die Tugend eines Lebewesens ihm von Natur aus anhaftet oder eben nicht und ob sie dann durch bewusste Anstrengungen hervorgebracht oder gefördert werden kann. Ungeklärt blieb bei Platon und Aristoteles, ob sich die Tugenden zum Erwerb des Glücks in einem vor allem instrumentellen Verhältnis befinden oder ob ein tugendhaftes Leben bereits in sich selbst glückhaft ist. Nun, die auf Platon und Aristoteles folgenden philosophischen Schulen, der Epikureer, der Skeptiker und Stoiker, neigten immer stärker der Überzeugung zu, dass ein von Tugenden geleitetes Leben bereits in sich selbst glückhaft sei und es dementsprechend nicht mehr auf den Erwerb weiterer Güter wie Gesundheit, Reichtum, Familie und Freundschaft ankäme. Also geht es bei der
Zivilcourage auch um das Bürgerglück. Ich komme darauf zurück. Jedenfalls hat er auch die römische Philosophie diese Frage aufgegriffen und dazu etwa im Werk Ciceros oder Senecas unterschiedliche Antworten gefunden. Anders als der damalige Mainstream des deutschen Philosophen beharrt etwa Cicero darauf, dass Virtus alleine zwar glücklich machen könne, nicht aber, dass ausschließlich Tugend ein beglückendes Gut sei. Umgekehrt werden dort jene, die sich, wie es damals hieß, ein höchstes Gut ohne Tugend vorstellen können, nicht einräumen wollen, dass Tugenden edler seien als schlichte Lusterfüllung. Diese Thematik hat sich intensiv der am Hofe Nero, Kaiser Neros wirkende und von diesem schließlich in den Tod getriebenen Philosoph Seneca gewidmet. Tugenden sind demnach der Weg zu einem Glück, das durch die Abwesenheit von Begierden ebenso gekennzeichnet ist wie durch die Abstinenz von Alltäglichem und Zufälligem. Mehr noch, Tugend und Sinnenlust sind nicht miteinander vereinbar, während die Sinnenlust in dem Augenblick erstirbt, indem sie ihren Gipfel erreicht hat, stellen die Tugenden und ein ihnen gemäß geführtes Leben etwas Beständiges vor, das endlich jenes höchste Gut ermöglicht, das sich schließlich in Geisteskraft und Umsicht, in Feinheit, Gesundheit, Freiheit, Harmonie und Schönheit der Seele offenbart. Aber all dies haben später nach dem Entstehen des Christentums die griechisch gebildeten Kirchenväter des 3. und 4. Jahrhunderts Bezug genommen und diesen Katalog, die dem Neuen Testament, speziell den Briefen des Apostel Paulus, entnommenen Tugenden des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung vorangestellt. Die Philosophie des christlichen Mittelalters kam in dieser sehr vielfältigen und in sich differenzierten Tradition dann zu einem System von 7 Kardinaltugenden, nämlich der Gerechtigkeit, dem Mut, der Klugheit und der Besonnenheit, sowie, ich erwähnte es, den Tugenden des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Für Thomas von Aquin, der hier Aristoteles folgt, ist die menschliche Natur grundsätzlich dazu geschaffen und geeignet, den Tugenden und ihrer Ausbildung Vorschub zu leisten. Auf der Basis, und ich fahre weiter in der Geschichte dieser Grundhaltung, findet dann das frühneuzeitliche Denken aus 2 entgegengesetzten Richtungen zu einer ethischen Neutralisierung des Tugendbegriffes zurück. Wie in der Antike gelten Tugenden nun vor allem als funktionale Eigenschaften ohne besonderen internen moralischen Wert. Der ebenso auf moderne Selbstbehauptung setzte wie auf Basis der klassischen Antike argumentierende zynische italienische Staatsdenker Machiavelli besteht dann unter Virtu jene Eigenschaften eines Herrschers, die ihn in die Lage versetzen, sein staatsmännisches Regime aufzubauen, zu festigen und zu erhalten, unabhängig davon, ob diese Fähigkeiten und die ihnen entsprechenden Handlungen ermöglichen, herkömmlichen Moralkategorien ihnen genügen oder nicht. Nun, das herkömmliche Vertrauen in diesen genannten klassischen Tugendkanon führt unter Bedingungen einer nur noch auf individuelle Selbstbehauptung setzenden Neuzeit nur noch zur Niederlage. Angesichts von gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen, die notwendigerweise keinem vernünftigen Plan mehr entsprechen und wesentlich vom Zufall bestimmt sind, beziehungsweise angesichts der grundsätzlichen Wankelmütigkeit sowohl der Beherrschten als auch der Herrschaftskonkurrenten bestehen die wesentlichen Tugenden denn in der individuellen Freiheit von Angst, in situationsgebundener Klugheit sowie in dem Gespür, den Zufall angemessen zu nutzen. Und nach diesem historischen Durchgang nun wieder zurück zu unserem Grundthema, dem Verhältnis von Tapferkeit und Zivilcourage. Gewiss sind nicht alle Handlungen, die um legitime Ziele willen und bei angemessener Situationseinschätzung vollzogen werden, tapfer zu nennen.
Tapferes Verhalten oder auch tapfere Handlungen zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie eine Bereitschaft zum Erleiden, ich sagte es, von erheblichen Nachteilen in Kauf nehmen. Für die klassische Tradition die Bereitschaft, und ich zitiere das, wie es hieß, im Kampfe für die Verwirklichung des Guten Verwundungen hinzunehmen. Und das verbindet übrigens die Tapferkeit in einer Hinsicht mit der Grundbefindlichkeit des Vertrauens, also der Bereitschaft, sich unter bestimmten Bedingungen möglichen Verletzungen preiszugeben. Vertrauen, so eine lexikalische Definition, ist die akzeptierte Verletzlichkeit gegenüber dem stets möglichen, aber doch nicht erwarteten bösen Willen eines anderen, der die Möglichkeit hat, uns übel zu wollen oder übel zu tun. Mut wäre demnach eine bestimmte Haltung zu akzeptierter Verletzlichkeit. Im Unterschied zum Vertrauen jedoch, in dem diese akzeptierte Verletzlichkeit anderen, im Grundsatz als gutwillig oder neutral bewerteten Personen, beantwortet wird, gilt Tapferkeit in Situationen angesichts möglicher übelwollender Personen oder gefährlicher Umstände. Vor allem, wer sich auf Konflikte einlässt, die mögliche Verletzungen nach sich ziehen, bedarf dazu offenbar eines gewissen Selbstvertrauens. Eines Selbstvertrauens, das darauf baut, aus Konflikten mehr oder minder ungeschädigt hervorzugehen. Bei alledem gilt aber, und das ist stets zu unterstreichen, Mut ist nicht Tollkühnheit. Mut beinhaltet immer auch Klugheit. Daher, die Bereitschaft, um beliebiger Güter wegen auch angesichts riskanter Bedingungen Nachteile hinzunehmen, würde in der Sprache der Tugendlehre eher als Tollkühnheit denn als Mut bezeichnet werden. Aber wie gesagt, Mut ist nicht Tollkühnheit. Mutig ist, wer um legitimer Ziele willen klüglich bereit ist, Risiken und Nachteile gegebenenfalls hinzunehmen. Und damit komme ich nun zum Verhältnis von Zivilcourage, Tapferkeit, Freiheit und, jawohl, Demokratie. Ist doch, wir haben es gehört, Zivilcourage vor allem eine Bürgertugend. Und dazu noch einmal ein kurzer Blick in die Geschichte der Philosophie. Wir lassen sich mit dem ursprünglich aus Russland kommenden Philosophen Isaiah Berlin, er lebte von 1909 bis 1997 und lehrte zuletzt in Oxford, zwei Begriffe der Freiheit voneinander unterscheiden. Einen negativen Freiheitsbegriff, der der Figur des Bourgeois, also des Besitzbürgers, eignet und politisch in die Idee eines liberalen Minimalstaates mündet, sowie andererseits ein positiver Begriff der Freiheit, also die Freiheit der Citoyens, der Aktivbürgerinnen und Bürger, die allemal gemeinsam um die substanzielle Vernünftigkeit der öffentlichen Angelegenheiten bemüht sind. Und in diesem Sinne hat der genannte Isaiah Berlin unter Rückgriff auf einen französischen Denker, Benjamin Constant, er lebte von 1767 bis 1830, systematisch zwischen zwei Freiheitsbegriffen unterschieden. Den klassischen Freiheiten der Alten, also den, wie Berlin sie nennt, positiven Freiheit, sowie den negativen Freiheiten der Moderne. Eine Unterscheidung, die zumal in jüngster Zeit wieder von einer umfassenden Theorie politischer Gleichheit neu aufgenommen wurde. Zivilcourage jedenfalls, und das ist meine These, ist in diesem Begriffsrahmen eine positive Freiheit, keine negative. Sie ist allemal mehr als
eine blanke, minimale, liberale Haltung. Und damit liegt nun ein philosophischer Entwurf vor, der die Demokratie, die wir ja auch seit der Antike kennen, als einzig bejahenswerte politische Lebensform behauptet und daraus aber dann doch strikte Forderungen nach politischer Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger und ihrer Bereitschaft, sich einzubringen, ableitet. Gerecht ist eine solche Demokratie, wenn sie, wie die politische Philosophie das sagt, bei der Zitat Notwendigkeit ansetzt, gleiche Grundfreiheiten zu schützen. Und das möchte ich nun ausdrücklich hervorheben, was zudem für unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, gilt, dass es nicht nur um die Grundfreiheiten, sondern allemal auch und vor allem darum geht, die Würde des Menschen zu schützen. Im Grundgesetz, Artikel 1, steht, dass das eine Aufgabe der staatlichen Gewalt ist. Ich will aber darauf hinweisen, dass es darauf ankommt, dass das nicht nur die Aufgabe der staatlichen Gewalt sein kann, sondern dass diese uns allen zukommende Würde nichts ist, wenn wir nicht alle um sie bemüht sind. Mit anderen Worten, und auch unter Bezug auf die anfangs berichtete Geschichte aus der Berliner S-Bahn, ist zu sagen, dass wir heute in demokratischen Verhältnissen leben, weshalb es uns allen zumutbar ist. In Situationen, in denen wie auch immer die Würde anderer Menschen verletzt oder angegriffen wird, zumal und vor allem, wenn dies in der Öffentlichkeit geschieht, einzugreifen. Und dazu, das glaube ich sagen zu dürfen, bedarf es erfahrungsgemäß weder besonderen Mutes noch besonderer Tapferkeit, sondern alleine der Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, den ihnen ohnehin gewährten öffentlichen Raum sowie die Würde seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu verteidigen. Wenn das so ist, und ich komme zum Schluss, ist Zivilcourage so gesehen zunächst eine vergleichsweise anspruchslose Haltung, die keine besondere Tapferkeit, aber wohl eben doch eine zumutbare Selbstüberwindung erfordert. Diese Selbstüberwindung allerdings darf von uns allen erwartet werden, wenn wir denn als Bürgerinnen und der Citoyens leben wollen. Denn wie es im Angelsächsischen heißt, Freedom dies by inches, also die Freiheit stirbt zentimeterweise. Um aber Zentimeter zu verteidigen, bedarf es in aller Regel keiner besonderen Tapferkeit. Und damit darf ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Vielen Dank, Professor Dr. Micha Brumlik. Unsere nächsten musikalischen Gäste setzen auf eine Mischung aus Hip-Hop, Funk und kluge Texte. Die hannoverschen MusikerInnen greifen in ihren deutsch-französischen Texten immer wieder gesellschaftliche Fragen auf und begeistern mit ihrer Spielfreude schon beim Open Flair Festival oder als Support für Sunrise Avenue oder Guano Apes. Wir freuen uns auf Passepartout. Ihr Song heißt Erinnerung. Dieser Baum stand schon immer da, kenn ihn im Sommer voller Blüten und im Winterschlaf. Er hielt uns auf seinen Arm, als wir Kinder waren. Wenn man's auf die Krone schaffte, reicht der Blick bis ins Tal. Und auch die Straßen sind dieselben geblieben. Nur ein paar Löcher sind jetzt endlich versiegelt.
verliebt sein zum ersten Mal, als sie neu in die Siedlung kam. Der erste Kuss noch so unbeholfen im Kinosaal. Und ich malte ganze Welten mit der Fantasie, sich mit meiner Ma im Atelier auf einer Matratze schlief. Hatten nicht viel, doch es fehlte an nix, denn man sieht Chancen überall, Erwachsene sehen sie nicht. Jeder Eindruck noch intensiv, Handlung noch instinktiv, alles platzt heraus, weil es für Gefühle keine Filter gibt. Das Spiegelbild ist wie ein altes Gemälde, weil du es nicht verstehst, nur die Geschichte zu lesen. Ich halte fest an den Erinnerungen, sie meint die Konturen im Hintergrund. Und immer wenn ich in den Spiegel blick, seh ich hinter den Falten immer noch dasselbe Kind. Ich halte fest an den Erinnerungen, sie meint die Konturen im Hintergrund. Und immer wenn ich in den Spiegel blick, seh ich hinter den Falten immer noch dasselbe Kind. Die Geschichten von Oma und Opa wirken wie ein altes Märchen. Etwas in Schwarz-Weiß, irgendetwas weit entferntes. Ich war geprägt von Disney-Filmen und Toys R Us. Ich sah die Welt durch die rosa Brille der 90er. Oma war Kind im Krieg, ist als Teenager geflohen. Das ist gar nicht mal so fern, das sind zwei Generationen. Nazis sind dumme Glatzen mit einem Ego-Komplex. Doch nicht die Nachbarn, nicht die Freunde, nie das eigene Netz. Opa erzählt von Jugendcamps, guter Gemeinschaft war nicht alles schlecht. Doch bei Fragen wird er zunehmend leiser. Am Ende im Altersheim, dann kommt das Trauma zurück, als hätt's die ganzen Jahre nicht gegeben nach ihrer Flucht. Es ist traurig, gerade jetzt, wo letzte Zeitzeugen gehen, werden rechte Stimmen lauter, immer weiter gewählt. Ich habe Angst, doch keine Zweifel, denn ich weiß, wo ich steh. Kommt es drauf an, ist Widerstand für mich der einzige Weg. Ich halte fest an den Erinnerungen, sie meint die Konturen im Hintergrund. Und immer wenn ich in den Spiegel blick, seh ich hinter den Falten immer noch dasselbe Kind. Ich halte fest an den Erinnerungen, sie meint die Konturen im Hintergrund. Und immer wenn ich in den Spiegel blick, seh ich hinter den Falten immer noch dasselbe Kind. Moin, das war Passepartout mit unserem Song Erinnerung und wir haben Erinnerung gewählt, weil wir hier heute an einem ganz besonderen Ort gespielt haben, eine Art Erinnerungs-, einen Ort zum Erinnern an die NS-Zeit hier in Hannover, und ich glaube, ich habe es so beeindruckend noch nicht erlebt. In der Schule überfüttert im Geschichtsunterricht und irgendwie immer als etwas Fernes betrachtet, hier ist es plötzlich ganz nah mit den 45 Biografien, die man so sich angucken kann. Also mich hat es sehr, sehr bewegt, hier zu sein, auch die vielen Fotos aus Hannover zu sehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute hier sein können. Und ja, ich glaube, es wird euch auch so gehen. Ich glaube, es ist wichtig, sehr, sehr wichtig, dass es jetzt das Zeitzentrum Zivilcourage gibt. Ja, weil es werden rechte Stimmen werden wieder lauter. Wir wissen nicht, was in Zukunft passiert. Es ist sehr wichtig, sich an die Vergangenheit zu erinnern, um ja, sowas in der Zukunft zu verhindern. Die Gedenk- und Erinnerungskultur der Stadt Hannover zeichnet sich seit vielen Jahren durch vielfältige Aktionen und Veranstaltungen aus. Aber es fehlte ein Ort in der Stadt, der eine zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit der NS-Zeit vermittelt. Dieser Ort ist nun gefunden gegenüber des neuen Rathaus. Und ich möchte Ihnen das Team vorstellen, das das Zentrum ermöglicht hat. Zu Gast ist die Kulturdezernentin der Stadt Hannover, Konstanze Beckedorf, und das Team der städtischen Erinnerungskultur. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zusehende an den Bildschirmen und mit einem Blick in die Zukunft, hoffentlich auch bald
liebe BesucherInnen. Im Auftrag des Rates der Landeshauptstadt Hannover haben wir aus der Verwaltung das Zeitzentrum Zivilcourage entwickelt. Aber dieser außerschulische Lernort war von Anbeginn an für uns Beteiligte deutlich mehr als nur ein reiner Arbeitsauftrag. Für uns als Verwaltung war es ein spannender Prozess, und zwar von der Konzeption, der Entwicklung über den Bau bis zur Vollendung. Es war eine ganz besondere Aufgabe, die auch mit besonderer Verantwortung getragen und wahrgenommen wurde. Es war eine gemeinsame, große Anstrengung, diesen schönen Ort zu entwickeln und zu planen. Das Kulturdezernat, der Fachbereich Kultur mit seiner städtischen Erinnerungskultur, sie alle haben gemeinsam mit großem Engagement daran gearbeitet, historische Erkenntnisse mit innovativen Methoden zu verbinden. Und so ist hier ein Ort entstanden, an dem man sich aktiv mit der Hannoverschen Stadtgesellschaft im Nationalsozialismus beschäftigen kann. Ein Ort, an dem man erfahren kann, welche Rolle einzelne Menschen in der Gesellschaft gespielt haben, welche Entscheidungsmöglichkeiten sie hatten oder aber auch gerade nicht hatten, was sie in ihrer Freiheit einschränkte. Und vor allem auch, wie man heute in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung jeder und jede von uns dazu beitragen kann, eine vielfältige und eine offene Gesellschaft für die Zukunft zu gestalten. Seit nunmehr 12 Jahren prägt die städtische Erinnerungskultur das öffentliche Gedenken an den Holocaust in Hannover. Sie, die städtische Erinnerungskultur, hat ganz neue Formate entwickelt, die zunehmend auch junge Menschen in Hannover an dieser Arbeit beteiligen. Und mit dem Zeitzentrum Zivilcourage bekommt die städtische Erinnerungskultur ja so etwas wie eine Art Zentrale. Als Ort der außerschulischen Bildung, als Ort für die Bündelung lokalen zivilgesellschaftlichen Engagements, aber eben auch als Ort, um andere Projekte wie beispielsweise die Verlegung der Stolpersteine weiterzuführen. Zukünftig werden all diese Facetten unter einem einzigen Dach vereint sein, nämlich dem Zeitzentrum Zivilcourage. Das Zeitzentrum Zivilcourage hat sich für uns alle somit zu einem Herzensprojekt entwickelt, in das weit über den beruflichen Einsatz auch ganz persönliche Initiative und Begeisterung hineingeflossen sind. Dafür möchte ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich allen Mitarbeitenden und KollegInnen, insbesondere der städtischen Erinnerungskultur, noch einmal meinen Dank zollen. Wohin man blickt, überall stößt das besondere, eingekästelte Z auf Interesse und Begeisterung, ob bei den KollegInnen der anderen städtischen Einrichtungen oder aber auch extern bei Institutionen der Gedenk- und Bildungslandschaft. Wir freuen uns natürlich über so viel Unterstützung, die uns bereits im Vorfeld entgegengebracht wurde. Und mit dieser Begeisterung gehen wir jetzt in die Eröffnung. Corona-bedingt zwar ein spezielles Format, aber nicht minder kreative Eröffnung, die eine große Bandbreite an Engagement in Hannover zeigt. Besonders danken möchte ich an dieser Stelle den jungen Auszubildenden der Veranstaltungsbranche aus dem Kulturzentrum Faust und dem Musikzentrum. Eure Ideen und euer Einsatz machen aus dieser digitalen Eröffnung zusätzlich noch einmal etwas ganz Besonderes. So, und nun komme ich zum Schluss und die Personen zu Wort, die das Zeitzentrum Zivilcourage in den letzten Jahren zu dem gemacht haben, wofür es heute steht. Facettenreiche Geschichtsvermittlung, Neugier und vor allem Dialog. Wir sind das Team vom Zeitzentrum Zivilcourage. Seit Jahren planen wir das Konzept des Z, schreiben an den Inhalten, beraten bei der Gestaltung und entwickeln Workshops mit Jugendlichen. Wir sind Historikerinnen, Pädagoginnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, TeamerInnen und FSJlerinnen. Jede und jeder bringt sein und ihr Wissen mit ein und gemeinsam entwickeln wir daraus etwas Großes. Das Zeitzentrum Zivilcourage ist für jede und jeden von uns ein Herzensanliegen. Das Zeitzentrum Zivilcourage bedeutet für mich: Du kannst die Welt verändern. Unsere Gesellschaft bewusst mitzugestalten. Heute und für morgen.
ein Ort, an dem wir uns mit der Geschichte unserer Stadt auseinandersetzen und sie gestalten. Aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Geschichte und Gegenwart auf eine neue Weise zu reflektieren. Den Weg in eine buntere Welt. Mut und Möglichkeiten entdecken, mich aktiv gemäß demokratischer Grundregeln zu verhalten. Menschen und ihre Geschichte kennenzulernen. Eine Verknüpfung von gestern, heute und morgen. Jetzt wissen Sie, was uns vom Team des Zeitzentrums Zivilcourage am Herzen liegt. Was ist Ihnen wichtig? Besuchen Sie uns im Z. Lernen Sie die Geschichte Hannovers neu kennen. Und finden Sie für sich heraus, was Geschichte mit dem Heute und mit dem Morgen zu tun hat. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank, Frau Beckedorf. Vielen Dank dem Team Erinnerungskultur. Wir haben wieder Statements gesammelt, wie wir mit der Vergangenheit umgehen, welche Lehren wir aus der Vergangenheit ziehen wollen für die Zukunft. Und diese Statements präsentieren wir Ihnen nun. Gewalt und Übergriffe, die auf Antisemitismus, Rassismus oder Antiziganismus aufbauen, gehören für viele Menschen zur Alltagserfahrung. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch dafür einsetzt, dass Vielfalt in dieser Gesellschaft nicht als Schandmal erachtet wird, sondern als etwas Positives. Sie ist Teil dieser Gesellschaft. Und wir alle müssen Verantwortung dafür tragen, dass diese Gesellschaft nicht in die falsche Richtung umkippt, sondern dass Vielfalt, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie feste Werte sind. Deswegen müssen wir sie gemeinsam mit Leben füllen. Und das bedeutet, sie im Alltag mit Leben zu füllen. Das bedeutet, einzuschreiten, wenn man Gewalt oder Übergriffe sieht und die Menschen nicht alleine zu lassen. Ob online oder analog, ihr seid gefragt. Zivilcourage ist für mich ein ganz schöner und wichtiger Wert, der nie aus Mode kommt. Zivilcourage braucht man immer. Das ist eine Eigenschaft, die ich auch quasi meinem Sohn vermittle, als Vater. Und wie so oft, wenn man in die Vergangenheit schaut, haben sich viele schlimme Ereignisse dadurch erst multipliziert, weil Zivilcourage gefehlt hat, weil es nie nur ein Mensch war, der im Prinzip was Böses begangen hat, sondern irgendwann eine Gemeinschaftsdynamik sich entwickelt hat. Insofern, gemeinsam sind wir stark, Zivilcourage ist was Schönes, tragt die Message weiter und alles wird gut. Zivilcourage bedeutet, füreinander einzustehen, aktiv und mit Entschlossenheit. Es erfordert, unsere Privilegien dafür zu nutzen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Für die Seebrücke Hannover heißt das, Flüchtende in ihrer Suche nach einem Zufluchtsort zu unterstützen. Wir haben Platz und wollen ihn mit ihnen teilen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie Zugang zu ihren Menschenrechten erhalten. Denn es ist nicht zu viel verlangt, ein sicheres Zuhause, Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildung und eine Grundversorgung zu bieten. Es ist ein Minimum, das Geflüchteten Chancen auf Selbstbestimmung und Freiheit ermöglicht. Wenn also Staaten nicht für sichere Fluchtrouten sorgen, Flüchtende und SeenotretterInnen stattdessen kriminalisiert werden und Grenzschutzbehörden eine sichere Flucht manipulieren, dann müssen wir als Zivilgemeinschaft uns gemeinsam für menschliche Fluchtbedingungen, offene Grenzen und eine Willkommenskultur einsetzen. Also reicht einander freundschaftlich die Hand und habt Mut zum Zusammenhalt. Es ist wichtig, sich zu engagieren, denn die Missstände, die wir in unserer Gesellschaft erleben, sind in unsere Strukturen eingewoben. Und die Strukturen, die wir geschaffen haben, sind menschengemacht, also veränderlich. Nur durch Engagement können wir an diesen Strukturen arbeiten, sie verändern und ein gleichberechtigtes Leben für alle ermöglichen. Zivilcourage bedeutet für mich in erster Linie, sich mit diesen Strukturen zu beschäftigen, den Missständen zu beschäftigen und den Mut aufzufassen, sie zu benennen, sichtbar zu machen. Und im zweiten Schritt die Behebung dieser Missstände, an ihnen zu arbeiten und auch Gegenwind dafür in Kauf zu nehmen. Gerade dann aber das in Kauf zu nehmen, weil man von diesen Missständen nicht betroffen ist. Also die Verantwortung des Benennens nicht an die Betroffenen zu übertragen und sie damit allein zu lassen. Und im zweiten auch mit dem Gegenwind sie nicht allein zu lassen, sondern dafür einzutreten. Das ist für mich Zivilcourage. Einstehen für Menschen, die anders sind als man selbst. Einstehen für Menschen, die von Missständen betroffen sind, von denen man selbst nicht betroffen ist. Und damit also Solidarität zu zeigen und deutlich zu machen, die Strukturen, die uns umgeben, die Missstände, die uns umgeben, sind unsere aller. Und die Lösung ist der Auftrag und die Verantwortung aller.
Unser nächstes Grußwort stammt vom Direktor des 2013 an der Leibniz-Universität Hannover gegründeten Instituts für Didaktik der Demokratie. Unser Gast ist und lehrt als außerplanmäßiger Professor am Historischen Seminar. Er hat zahlreiche Forschungsprojekte zur Diktaturforschung, insbesondere zum Nationalsozialismus und seinen Nachwirkungen, sowie zur Geschichte der innerdeutschen Grenze geleitet. Er ist Sprecher des wissenschaftlichen Beirats, der die Entwicklung des Zeitzentrums Zivilcourage begleitet hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Detlef Schmiechen-Ackermann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor nunmehr über 10 Jahren gefragt worden bin, ob ich bereit wäre, in einem wissenschaftlichen Beirat mitzuwirken, der die Entstehung eines neuen Lernortes zur Geschichte des Nationalsozialismus in Hannover begleiten soll, und ich dann auch tatsächlich diese ehrenamtliche Aufgabe zugesagt habe, war die Reaktion in meinem Kollegenkreis ausgesprochen skeptisch. Viele konnten sich damals nicht vorstellen, dass es eine realistische Chance geben könnte, um endlich auch in Hannover eine Art Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus zu etablieren, wie dies ja andernorts zum Teil schon Jahrzehnte früher geschehen war, aber wie es eben in Hannover immer wieder gescheitert war. Dabei hatte es in den 1970er Jahren bereits eine intensive lokale Bearbeitung der NS-Geschichte gegeben. Zu runden Jahrestagen war ein ganzer Zyklus von wegweisenden Sonderausstellungen im Historischen Museum Hannover präsentiert worden, unter anderem zur Reichspogromnacht, zur sogenannten Machtergreifung und auch zum Widerstand. Zugleich hatten sich in etlichen Stadtteilen wie auch in Gewerkschaften, Jugendverbänden und Kirchen Initiativen gebildet, die sich kritisch mit der NS-Zeit auseinandersetzten. Einige dieser zivilgesellschaftlichen Gruppen sind noch heute sehr aktiv und haben sich auch in den Entstehungsprozess des Lernortes eingebracht. Für den wissenschaftlichen Beirat waren bei dem Entstehungsprozess von vornherein 3 Dinge besonders wichtig. Erstens, eine fachliche Orientierung an den neueren Forschungsdiskussionen zum Nationalsozialismus, also nicht allein auf Täter, Opfer und den Widerstand zu schauen, sondern auch die Mitmachbereitschaft in der Stadtgesellschaft der 1930er und 1940er Jahre ausdrücklich zum Thema zu machen. Damit war zweitens auch eine sinnvolle Arbeitsteilung zur Gedenkstätte Ahlem vorgezeichnet. Dort liegt der Fokus zum einen auf jüdischer Kultur und Selbstbehauptung und zum anderen ist es eben ein Gedenkort, an dem die Gestapo Menschen gefoltert und ermordet hat. Der neu entstehende Lernort, das war bald Konsens im Beirat, sollte sich unter dem Leitmotiv mitmachen oder widerstehen, dagegen mit den vielfältigen Verhaltensweisen der Bevölkerung während der NS-Zeit auseinandersetzen und dabei auch die Jahre vor 1933 und nach 1945 mit einbeziehen. Daher bietet der hier gewählte Ansatz der historisch-politischen Bildung auch sehr gute Möglichkeiten für gegenwartsbezogene Transfers. Ausgrenzung und Diskriminierung, Flucht und Vertreibung, das sind keine Themen, die ausschließlich auf die NS-Zeit zu beziehen sind. Sie existieren auch zu anderen Zeiten und nicht zuletzt auch heute. Schließlich war es drittens der Wunsch des Beirats, dass dieser neue Lernort im Stadtzentrum etabliert werden möge. Insofern ist der Standort gegenüber dem Rathaus eine gute Wahl, da er vielfältige inhaltliche Anknüpfungsmöglichkeiten bietet. Etwa zum Maschee, der ja ein populäres Projekt gewesen ist, was während der NS-Zeit fertiggestellt wurde, aber auch zum nebenangelegenen Ehrenfriedhof für die von kurz vor Kriegsende von der Gestapo ermordeten Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, zu den benachbarten Museen, Stichwort Euthanasie, und nicht zuletzt natürlich zum Rathaus selbst als dem politischen Zentrum der Stadt. Nun übergeben wir heute diesen Ort der politischen Bildung der Öffentlichkeit, was leider pandemiebedingt nur im Rahmen dieser Online-Veranstaltung geschehen kann. Ich hoffe, die steigert aber noch ihre Spannung und ihre Neugier vor ihrem ersten Besuch im Zeitzentrum, das auf der Basis des neuesten Forschungsstandes und mit einem ausgefeilten didaktischen Konzept Angebotsformen für Gruppen bietet, aber, da bin ich sicher, auch für individuelle Besucher attraktiv sein wird. Abschließend gilt es Dank zu sagen. Zuerst möchte ich meine sehr geschätzte Kollegin Dr. Carola Finks nennen, die lange Jahre am NS-Dokumentationszentrum in Köln gewirkt hat und bis 2016 auch Sprecherin dieses wissenschaftlichen Beirats gewesen ist. Gemeinsam mit allen Mitgliedern des Beirats haben wir für dieses Projekt geworben und viele Ideen
in den Diskussionsprozess eingebracht. Danken möchte ich auch den Personen, die an der Spitze des Kulturdezernats den Entstehungsprozess begleitet haben. Kulturdezernentin Marlies Drewermann hat die Entwicklung seinerzeit auf den Weg gebracht. Kulturdezernent Harald Herke hat sie ganz entscheidend vorangebracht. In die Phase seiner Zuständigkeit fiel eine sehr intensive und partnerschaftliche inhaltliche Zusammenarbeit zwischen Beirat und Verwaltungsspitze. Und Kulturdezernentin Beckedorf hat nun dafür sorgen können, dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen konnten. Danken möchte ich auch den Vertreterinnen der politischen Parteien, die durchaus kritische Fragen gestellt haben, aber zum Dialog mit Beirat und Wissenschaft bereit waren und die am Ende durch ihre politische Entscheidung die Realisierung dieses Zeitzentrums möglich gemacht haben. Gratulieren möchte ich ausdrücklich Herrn Kreter und seinem ganzen Team, die gemeinsam mit den Gestaltern die Realisierung des Lernortes umgesetzt haben. Last but not least möchte ich alle an Geschichte und historisch-politischer Bildung Interessierten ansprechen. Und dies wären im Idealfall ja eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger von Hannover. Seien Sie neugierig, gehen Sie auf Entdeckungsreise im Zeitzentrum, nutzen Sie die angebotenen Recherchemöglichkeiten. Und falls Sie Lehrerinnen oder andere Multiplikatoren sind, kommen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern bzw. Ihren Lerngruppen in die Räume am Rathauskontor und spüren Sie den dort präsentierten Geschichten von Mitmachen und Widerstehen, von Flucht und Verfolgung nach. Lassen Sie uns gemeinsam durch die Beschäftigung mit dem bedrückenden Erbe der NS-Zeit die Werte der Demokratie immer wieder neu erkennen und auch gegen alle heutigen Anfechtungen verteidigen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Schmiechen-Ackermann. Vielen Dank für diese Einblicke. Und es wird wieder musikalisch. Der Legende nach sind sich die MusikerInnen nämlich am ersten Tag an der Musikhochschule hier in Hannover begegnet. Seitdem ist eine Menge passiert. EPs sind erschienen, ein Album, mehrere Deutschlandtouren sind gespielt. Die Band steht für sogenannten Progressive Pop. Eine Mischung aus Gitarren der 80er Jahre, Synthesizer-Klänge und ein Gesang irgendwo zwischen Jazz und Soul. Emerson Prime heißt die Band. Heute zu Gast Erika Emerson und Jan Bay und ihr Song heißt 2016. Moin Leute, wir sind Emerson Prime aus Hannover. Das ist Jan, ich bin Erika. Und wir spielen den Song 2016. That the monster succeeded, I can agree. When you say it might be okay, how can I sleep? When we're still in this madhouse 2016, and I can't believe that this is where it's taking us. I don't really wanna pretend it's getting better. I can't believe how we could all be so damn blind, these self-righteous beasts. Feed on the poor to keep building their castles. We've all been deceived. We're even killing our mother. We act like we own this indigo globe. Where the fuck did we end up? I don't really wanna pretend it's getting better, getting better. Yeah, there's no one here to prove it to me. I don't really wanna pretend it's getting better. No, no. I don't really wanna pretend it's getting better, getting better. Yeah, there's no one here to prove. I don't really wanna pretend it's getting better. All of us bleed the same blood and breathe the same air. So how can you preach when you go around banning all these other beliefs? We'll take back our streets. Yeah, cause now we know who we're fighting. We'll tear down your lies, there's no place to hide. Cause I don't really wanna pretend it's getting better, getting better. Yeah, there's no one here to prove it to me. I don't really wanna pretend it's getting better. No, no, I don't really wanna pretend it's getting better, getting better. Yeah, there's no one here to prove it to me. I don't really wanna pretend it's getting better. No, that in time we will be free of those who try to divide us, try to misguide us.
Open your eyes, open your heart, and know that caution is wise. Kindness is wiser. Cause I don't really wanna pretend it's getting better, getting better. There's no one here to prove it to me. I don't really wanna pretend it's getting better. Yo, 2016. Den Song haben wir geschrieben Ende 2016, wie der Name schon sagt. Tatsächlich als Reaktion auf die Präsidentschaftswahl in den USA, wo Donald Trump sozusagen an die Macht gewählt worden ist. Das war so unsere Art und Weise, irgendwie durch unsere Musik, durch unsere Kunst dagegen zu protestieren. Und klar, eine kleine Band aus Hannover kann vielleicht nicht groß was ausrichten dagegen, was in den Staaten passiert. Aber irgendwie war das so ein Gefühl von, es kann einfach nicht wahr sein, dass es in 2016 passiert. Und darum geht es auch im Text. Also dieses irgendwie, es kann nicht sein, dass es Menschen gibt, die andere Religionen irgendwie verbieten wollen. Es kann nicht sein, dass es Menschen gibt, die andere kleinreden und diskriminieren, als weniger wertvoll empfinden. Und also das war wirklich einfach nur, glaube ich, ein unfassbar krasser Moment so. Für die ganze Welt hat irgendwie die Luft angehalten bei dieser Präsidentschaftswahl. Und das war so ein bisschen unsere Art und Weise, irgendwie dagegen laut zu werden. Und das Schlimme ist, dass es ist irgendwie 2021 und der Text passt noch. Und genau darum geht es eigentlich. Wie kann es eigentlich sein, dass heutzutage immer noch so viel Diskriminierung stattfindet und so viel Ausgrenzung und so viel Gewalt. Also es ist, braucht man eigentlich gerade gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube, alle wissen, dass Rassismus noch ein Ding ist, dass Sexismus noch ein Ding ist, dass überhaupt Ausgrenzung noch ein Ding ist. Und ich glaube, Zivilcourage ist deswegen wichtig dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Also wir sind ja hier im Zeitzentrum Zivilcourage und hier sieht man halt einfach, das ist nicht lange her, was für absolut furchtbare Dinge da passiert sind. Und ich glaube, Zivilcourage ist wichtig, weil man, egal ob man selber betroffen ist oder nicht, gerade dann eigentlich, wenn man nicht selber betroffen ist von einer Diskriminierung oder Ausgrenzung, muss man sich mit solidarisieren. Sonst wird da kein Ende stattfinden. Also es sind eigentlich die selber irgendwie, okay, wir sind vielleicht davon nicht betroffen, trotzdem müssen wir irgendwie mitkämpfen und mit vorne dabei sein, laut sein, sich irgendwie auch trauen, was zu sagen. Ich kriege das irgendwie ständig mit, wenn irgendwer im Bus oder unterwegs da irgendwas passiert und niemand sagt irgendwas. Das finde ich schon erschreckend. Und gerade dadurch, dass die AfD auch so viel Zuspruch kriegt im Moment, sieht man, dass noch ein Teil der Gesellschaft irgendwie in dieser Zeit stecken geblieben ist, von der hier berichtet wird. Und ich glaube, deswegen ist es an uns allen, laut zu sein und uns zu trauen, was dagegen zu tun. Weil wenn nicht wir, wer dann? So. Genau, deswegen ist Zivilcourage auch heute noch wichtig. Vielen, vielen Dank an das Zeitzentrum Zivilcourage für die Einladung. Wir waren Amazon Prime. Und ja, vielen Dank. Sehr gute Arbeit, die hier geleistet wird. Sehr, sehr wichtig. Soll ich mitmachen? Soll ich widerstehen? Wann ist der Moment gekommen, an dem ich mich aktiv widersetze und wehre? Solche grundsätzlichen Fragen und Entscheidungen vermittelt das Zentrum anhand von 45 Biografien. Wir möchten nun über die Ausgestaltung der Ausstellung sprechen. Und dazu stelle ich Ihnen und euch vor Michael Tesmal. Er ist Grafikdesigner und kommt vom Team GWF Ausstellung. GWF Ausstellung schreibt über sich: GWF Ausstellung konzipiert und gestaltet Ausstellungen und Museen. Im Zusammenspiel von kuratorischen, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Kompetenzen entwickeln wir kreative und ausgereifte Lösungen für jedes Ausstellungsthema. Herzlich willkommen, Michael Tesmer. Hi, moin. Ich bin Michael Tesmer von GWF Ausstellung in Hamburg. Und wir haben 2017 den Auftrag bekommen, das Zeitzentrum Zivilcourage zu gestalten. Das hat uns sehr gefreut, weil es ein neues Format sein sollte. Das heißt, kein Museum,
und keine Gedenkstätte, sondern ein außerschulischer Lernort. Wir haben angefangen mit dem Team Erinnerungskultur das Konzept kennenzulernen und haben gemeinsam eine Raumstrategie entwickelt für dieses Gebäude, was damals völlig entkernt war, das ehemalige Gebäude der Volkshochschule, und die Ideen des Teams hier unterzubringen. Die Architekten haben uns damals gefragt, wo denn die Vitrinen stehen sollten. Wir hatten aber gar keine Vitrinen geplant. Es sollte ein flexibler und benutzbarer Ort werden und von daher keine Ausstellung im herkömmlichen Sinne. Entstanden sind Module, flexibel und benutzbar, die ganz unterschiedliche Ansprachen an die Benutzer richten. Hier in der Arena haben wir 45 Porträts von Menschen in Hannover, der Hannoverschen Stadtgesellschaft. Außerdem eine Chronik der Jahre, die durch das NS-Regime geprägt waren, und der Nachgeschichte bis zur Gegenwart, inklusive einer Möglichkeit auch für die Zukunft, Ideen und Gedanken zu hinterlassen. Im Untergeschoss haben wir das Modul Meine Nachbarn und dort eine ganz andere Ansprache, atmosphärisch und emotional sind Inszenierungen, 13 Inszenierungen entstanden, um sich den Protagonisten auf andere Weise nähern zu können. Daran anschließend das Modul Meine Stadt, die mit einem interaktiven Netzplan für Hannoveraner, einem Ystra-Plan, den Gegenwartsbezug herstellt. Das heißt, an den Haltestellen werden via Kopfhörer Audiofiles mit biografischen und chronologischen Anmerkungen bereitgehalten. So ist der Lernort sehr vielfältig und wir hoffen und wünschen dem Lernort, dass er benutzt wird, dass das Team um den Lernort einwächst in die Hannoversche Stadtgesellschaft und zu einem wichtigen und interessanten Standort hier in Hannover wird. Dankeschön. Verschiedene Beteiligungsprojekte haben die Entwicklung des Zeitzentrums begleitet und geprägt. Mehrere Jahrgänge FSJler im städtischen Fachbereich Kultur haben zum Beispiel die Welt von Becks, einem Jugendlichen, der in eine rechtsradikale Gruppe rutscht und dann einen Ausweg sucht, konzipiert. Viele Auszubildende des Kulturzentrums Faust und des Musikzentrums Hannover haben an der Planung und Ausführung der virtuellen Eröffnung mitgewirkt. Nun stellen Sie sich vor. Moin, ich bin Jella Mehnert. Und ich bin Merve Lenz. Und wir kommen aus dem Musikzentrum Hannover. Wir möchten uns im Namen aller Azubis des Kulturzentrums Faust und dem Musikzentrum Hannover bei dem Zeitzentrum Zivilcourage für die Kooperation bedanken. Denn wir durften die Eröffnungsfeier mitgestalten. Wir haben unter anderem für musikalische Acts gesorgt und Content für Social Media kreiert. Auch wir durften den Lernort des Zeitzentrums umfassend kennenlernen und sind von den Lerninhalten und der Gestaltung sehr beeindruckt gewesen. Wir empfinden das Zeitzentrum Zivilcourage als einen sehr wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur unserer Stadt und möchten uns noch einmal ganz herzlich bedanken, dass wir an so einem besonderen Projekt teilhaben dürfen. Soll ich mitmachen oder soll ich widerstehen? Warum sollte man sich engagieren? Wir haben Statements gesammelt und diese stellen wir Ihnen jetzt vor. Unsere Gesellschaft braucht Lern- und Diskursorte. Unsere Gesellschaft braucht die Erinnerung, um in die Zukunft schauen zu können. Unsere Gesellschaft braucht vor allen Dingen den Dialog und die Begegnung. Dazu gehören so öffentliche Orte wie das Zeitzentrum, aber auch Museen, Universitäten und Theater. Es gibt keine Zukunft ohne die Vergangenheit und es gibt keine Zukunft ohne die Perspektiven der anderen zu betrachten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir, wenn wir in Gemeinschaft leben wollen, die anderen sehen, respektieren und mit ihnen in Dialog treten müssen. Auf diesen Grundfesten ruht unsere Verabredung einer demokratischen Gesellschaft. Und gerade in Zeiten des wachsenden Populismus, in Zeiten des wachsenden Nationalismus,
müssen wir darauf achten, gut und objektiv informiert zu sein. Und diese Information hilft uns dann, die Gegenwart einzuordnen, um in die Zukunft eben wieder schauen zu können. Hallo, mein Name ist Spex, ich bin Workshopleiter, ich bin Botschafter der UNESCO City of Music und ich bin Pate für Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich setze mich ganz oft ein in Diskussionen, in Gesprächen, auch in den Kommentarspalten der Medien, der sozialen Netzwerke und auch der Tageszeitung. Und dann ist es wichtig, zu widersprechen. Und das Ganze natürlich respektvoll und höflich, aber zu widersprechen. Denn sobald wir etwas lesen, was antisemitisch ist, was homophob ist, was gewaltverherrlichend ist oder was sexistisch ist und so weiter, müssen wir unbedingt einschreiten. Das ist wichtig. Wir hatten mal eine Zeit, die war mehr als schlimm. Und an diese Zeit müssen wir uns immer wieder erinnern. Denn Erinnerung ist unser Schlüssel, um aus der Vergangenheit zu lernen, für die Zukunft. Und deswegen bleibt am Ball. Ich bleibe auch am Ball. Ich mache garantiert unfassbar viele Fehler und es ist wichtig, dass wir uns auf unsere Fehler aufmerksam machen, damit wir besser werden. Die Theologin und Sprachwissenschaftlerin Dorothee Sölle hat zu Lebzeiten einmal gewarnt: Da kann man nichts machen, das sei ein gottloser Satz. Und sie hat recht. Denn auch wer nicht religiös glaubt, wer andere Weltanschauungen hat und eher zweifelt, merkt sofort, wie destruktiv "da kann man nichts machen" ist. Weil dieser Satz die Möglichkeiten verstellt, auf andere Menschen zu achten, Empathie zu zeigen und zu verstehen, wo Unterstützung nötig ist. Genau da fängt für mich Ermutigung zur Zivilcourage nämlich an, beim Erkennen der Möglichkeiten, Menschlichkeit zu zeigen. Denn es lässt sich immer etwas tun. Jetzt gibt es in Hannover den Raum für Zivilcourage und wir werden uns ihn erobern. In ihm können wir entdecken, dass wir uns engagiert um unsere Gemeinschaft kümmern sollten, Sorge tragen müssen für Menschen, die uns brauchen. In ihm können wir erleben, dass wir couragiert und engagiert um Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit eintreten können. Alles tragende Bausteine einer demokratischen Gesellschaft, die nicht vom Himmel fallen, denn, so der hannoversche Soziologe Oskar Negt, Demokratie ist die einzige Staatsform, die wir lernen müssen. Aus der Geschichte und aus Geschichten können wir das Wissen ableiten, dass Gewalt, Ungleichheit, Rassismus in eine nicht lebenswerte Welt münden. Und wir können erkennen, dass Unachtsamkeit und Ignoranz dazu führen, uns unserer eigenen Lebensgrundlage zu berauben. Lieber wollen wir künftig den Raum nutzen und immer wieder erinnern, dass Freiheit und Sorge um den anderen, dass Frieden und Wertschätzung unserer Lebensgrundlagen und dass unser Engagement für ein demokratisches Zusammenleben mit ziviler Courage zusammengehören. Gleich welchen Alters, welcher Herkunft, welchen Geschlechts. Das Zeitzentrum Zivilcourage lohnt den Besuch mit Blick auf die Vergangenheit, die Chancen für die Zukunft gemeinsam zu entdecken. Jetzt zunächst nur digital, aber bald auch in einem Raum, der für die lebendige Diskussion eingerichtet ist. Verpassen Sie nicht Ihre Pflicht, mit Freude an der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft teilzuhaben. Die Vergangenheit hat uns dazu viel zu erzählen. Ein weiteres Grußwort stammt von der neuen Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten und der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Wolfenbüttel. Sie war bisher stellvertretende Direktorin und Leiterin der Bildungsabteilung der Gedenk- und Bildungsstätten des Hauses der Wannsee-Konferenz in Berlin. Unser Gast hat in Berlin und München Politikwissenschaften studiert und promovierte an der TU Berlin zum Umgang arabisch-palästinensischer und türkischer Berliner Jugendlicher mit dem Nationalsozialismus und Holocaust. Herzlich willkommen, Dr. Elke Kryglewski. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zur Eröffnung des Zeitzentrums Zivilcourage gratuliere ich herzlich. Mit seinem inhaltlichen Fokus auf die Stadtgesellschaft im Nationalsozialismus richtet das Zentrum einen Blick auf eine Gruppe sehr wichtiger Protagonisten, die für die Gestaltung des politischen Systems von Bedeutung sind. Die meisten Diktaturen waren und sind stabil, weil Menschen
sich in ihnen eingerichtet haben, sich anpassen, um ihr Leben leben zu können. Um ihr Leben zu leben, vielleicht ausblenden, wie NachbarInnen zu anderen gemacht, diskriminiert und verfolgt werden. Sich vielleicht aber auch daran erinnern, dass es NachbarInnen waren und bleiben sollten und deswegen ihre Comfortzone verlassen und etwas riskieren. Deswegen ist der Bildungsansatz des Zentrums Mitmachen oder Widerstehen so relevant. Wo beginnt das Mitmachen? Wo beginnt Widerstand? Diese Fragen sind in Vergangenheit und Gegenwart sehr bedeutsam. Dass die Auseinandersetzung mit diesen Fragen, die Bildungsarbeit des Zentrums im Vordergrund der Arbeit steht, auch das macht das Zentrum zu einem besonderen Ort. Mit der Herstellung, der konsequenten Herstellung von Gegenwartsbezügen ist das Zentrum eine gute Ergänzung zur bestehenden Erinnerungslandschaft in Hannover und in Niedersachsen. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Alles Gute. Vielen Dank, Frau Dr. Gryglewski. Unser nächster Gast lernte das Klavierspiel schon im Alter von 6 Jahren. Später studierte er in Hannover an der Hochschule für Musik. Mittlerweile ist er ein international gefragter Pianist und Dirigent. Er spielte mit den New Yorkern und Berliner Philharmonikern zusammen, gründete 1998 das Festival für Kammermusik. Seit 2012 ist er Professor für Klavier in Hannover. Heute spielt er uns ein Stück von Leos Janček. Herzlich willkommen, Lars Vogt. Hallo, ich bin Lars Vogt und ich freue mich sehr, bei der Eröffnung des Zeitzentrums Zivilcourage Hannover virtuell mit dabei zu sein. Zivilcourage bedeutet immens viel und es ist, glaube ich, ein dauernder Prozess, das zu finden. Es hat viel mit Mut zu tun. Ich denke dabei vor allem natürlich an die Geschichte unseres Landes. Als ich Jugendlicher war und in der Schule und zu Hause erfahren habe und gelernt habe, was in unserem Land in der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist, war das ein immenser Schock für mich als, ja, Heranwachsenden, das zu verstehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich glaube, das geht vielen von uns so, wenn wir uns, oder hoffentlich vielleicht allen von uns so, wenn wir uns mit diesen Dingen konfrontiert sehen, die damals geschehen sind. Aber auch im Kleineren, glaube ich, brauchen wir als Gesellschaft Zivilcourage. Wir müssen Zivilcourage wie einen Muskel dauerhaft trainieren. Jeder Einzelne von uns und wir als Gesellschaft. Ja, hier einige Worte der Musik. Die Sonate von Leos Janáček mit dem Titel 1. Oktober 1905. Zwei Sätze gibt es, die Ahnung und der Tod. Thank you.
Thank you.
Vielen, vielen Dank, Lars Vogt, und vielen, vielen Dank allen Beteiligten, die diese digitale Eröffnung möglich gemacht haben. Denn wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Eröffnung hier angelangt. Und ich freue mich, Sie möglichst bald auch hier analog begrüßen zu dürfen. Wann ist das möglich? Möglich ist es ab dem 15. März für Gruppen, wenn Sie sich vorher angemeldet haben. Einzelbesuche sind am Freitag und an einem Sonnabend möglich. Weitere Informationen finden Sie auf www.hannover.de/das-z. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund.